Hallo liebe Zuschauer, heute machen wir wieder ein Food-Video. Wir befinden uns hier in Zeil am Main, im wunderschönen Zeil am Main bei der Annette. Hallo. Jawohl. Machen endlich mal wieder ein Video wie die Annette, mit der Annette, das habt ihr euch ja gewünscht. Und jetzt sind wir wieder in Zeil aktiv. Und ich war im Kochlöffel, habe eine Tüte geholt mit Essen. Eine Wunschtüte und die packen wir dann mal aus. Unser gutes Limo, ich habe mein gutes Lidl-Limo, zuckerfrei versteht sich dabei. Und Annette, was hast du? Ich habe Fuse-Tee. Fuse-Tee, okay, was ist das? Eistee, schwarzer Tee, ja. Mit Pfirsich. Schwarzer Tee mit Pfirsich, okay. Dann stellen wir mal die Getränke, stellen wir jetzt mal da runter, dass wir ein wenig mehr Platz haben, genau. So. Jetzt fangen wir an, Annette. Greif du mal rein, tu mal das erste raus. Eine rote Tüte, okay. Und ich tu mal die braune Tüte raus. Mhm. Na? So, jetzt machst du mal auf und legst mal auf den Teller. Die rote Tüte ist ein Brötchen. Ein Brötchen? Also, zeig halt's mal in die Kamera. Genau, ein Brötchen ist dabei. Und in der braunen Tüte, machen wir jetzt mal auf. Nein. Ein halbes Hähnchen, wunderbar. Ein halbes Hähnchen mit Brötchen haben wir da schon mal. Schaut mal rein in die Tüte. Jawohl, genau. Jetzt haben wir noch was drin und ich weiß auch schon, was es ist. Ich tue es mal raus und zeige es euch mal. Da drin sind die guten Currywürste mit der... Also Currywurst mit der guten Soße haben wir ja auch dabei. Und natürlich darf nicht fehlen, zum Schluss, ganz wichtig für mich, jawohl, die guten alten Servietten. Genau, weil es ist immer schön, wenn die Verkäuferinnen Servietten mit reinlegen, weil das gehört einfach dazu. Ne? Genau, so. Jetzt machen wir mal auf Pause und bereiten die Sachen mal etwas vor. Ich mache jetzt mal auf Pause kurz. So, hallo liebe Zuschauer, wir sind wieder da. Wir haben alles vorbereitet. Hier ist das Hähnchen. Hier sind die zwei, das Brötchen habe ich aufgeschnitten, die zwei Brötchenteile. Und hier ist die Currywurst mit der guten Soße. Jetzt würde ich mal sagen, Annette, probier mal von dem Hähnchen. Genau. Schmeckt die Haut ist schön knusprig. Schmeckt gut? Haut ist schön knusprig? Okay. Willst du noch mal ein Stück Brötchen dazu essen? Jawohl, deswegen haben wir die Brötchen mit dabei. Dann probiere ich auch einmal von dem Hähnchen. Wir haben das schon mal ein Stück vorher abgeschnitten, damit es nicht so lange dauert beim Video, ne? Das ist halt eine feine Sache, so ein halbes Hähnchen, ne? Schmeckt richtig gut, muss ich sagen. Also der Kochlöffel in Schweinfurt, der macht gute Hähnchen, kann man sagen, ne? Jetzt probiere ich auch mal von den Brötchen. Ja, schön frisch. Da gibt es nichts zu meckern. So, Annette, jetzt probier mal von der Currywurst. Warte mal, ich helfe dir mal ein wenig. So, dann schneiden wir das nochmal weg. Die hängen ein wenig aneinander. Doch, schmeckt auch. Schmeckt gut. Wie schmeckt dir die Soße? Ist sie würzig? Ja, also ich bin auch Schärferes gewöhnt. Du bist Schärferes gewöhnt, aber... Für mich ist es halt mild. Ja, okay, aber die Soße ist an sich aber ja verständlich, delikat. Verständlich, weil es gibt ja auch andere, die nicht so scharf sind. Genau, es kann ja nicht jeder das scharfe Essen vertragen und deswegen haben die da die Mitte genommen, die goldene Mitte.
Und, aber die Soße schmeckt an sich gut, oder? Ja. Ja, genau. Mir schmeckt die auch immer. Jetzt probiere ich mal. Moment. So. Ein Gedicht. Die Soße finde ich richtig gut vom Kochlöffel. Also mir schmeckt die Currywurst, die ist gut. Und die Soße ist, finde ich, immer das Beste daran. Naja, so gut, Annette, jetzt trinken wir mal. Jetzt mach mal deinen Fuse-Tee auf, genau. Und ich nehme schon mal das Lidl-Limo. So, da stoßen wir mal an. Kriegst du es auf? Jawohl. Stoßen wir mal an. Prost, ne? So, jetzt trinken wir mal. Ah, das tut gut, wenn man auch mal zwischendurch mal was trinken kann, ne? Ja, liebe Freunde, das war's mit dem heutigen Video gewesen. Freut mich, dass es mal wieder mit der Annette geklappt hat. Hoppala. Nicht umfallen, so. Freut mich, dass es mit der Annette mal wieder geklappt hat. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Tschüss. Ciao. Ciao.